Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Die Sims 1 hier bei den Purzels. Ja, und ich würde sagen, wir starten mal in den Tag. Sie war das letzte Mal ja noch etwas sehr lange in der Stadt der Magie. Wir haben jetzt schon mal magische Bohnen bekommen. Sehr gut eigentlich. Moment, hier sind sie. Magische Bohnen, da. Wir brauchen aber nochmal welche, deswegen heißt das, wir müssen versuchen, sie so schnell wie möglich wieder aufzupäppeln, dass sie schnell wieder gut gelaunt ist und ja, dann wird das schon alles. So, wir schauen mal. Ja, mach erstmal schnelles Frühstück, ich glaube, der Rest wird erstmal nichts. War mir schon klar, das wird nicht. Hauptsache, sie geht erstmal halbwegs gut gelaunt auf Arbeit. Tom, naja, es geht noch. Er verkraftet das. Nur mal schnell raus, dann wird das schon. Zu Hause gibt es dann wieder was Leckeres zu essen. So, dann beeilen wir uns mal. Jawohl. Toilette benutzen, duschen und den Drang nach einem Mittagessen stillen. So, wir machen jetzt erstmal alles, was Lars gut tut. Und was ist denn mit dem? Also, das geht doch nicht. Wisst ihr, was man in solchen Fällen macht? Man holt erstmal die Post rein. Erstmal Post reinholen. Soll die Küche doch abfackeln, ist mir egal. Der Herd war eh billig. Billig! Billig! Fackel den ruhig ab. Schmack den Herd nicht. Gut. Das war's schon. Lars, wie wär's mit einem Mittagessen? Wir hatten ja heute noch nichts. Sag mal. Lars. Ich glaube, wir gehen erstmal die Rechnung bezahlen. Sag mal, ist der... Der muss echt mal was beim Kochen machen. Warum ist mir das bei dem noch nicht aufgefallen? Kann doch nicht wahr sein, Lars. Mensch, du alter Feuerteufel. Am besten, du bestellst heute einfach nur noch eine Pizza. Der zündet hier unsere Wohnung im Sekundentakt an. Das geht doch nicht! Machen wir es jetzt mal ganz einfach. Ah, 100 Simoleons bekommen für die guten Noten. Und ich glaube, der Hälfte davon geben wir gerade mal wieder aus für die Pizza. Oh, sogar ein bisschen weniger. 10 Simoleons weniger. So, Luna ist ziemlich fertig. Ich glaube, die geht jetzt erstmal schlafen. Und wir nehmen jetzt erstmal gleich das Essen an. Hauen uns dann ein bisschen vor den Fernseher. Und genießen einfach mal den Abend. Ne? So, wie es sich gehört. Nein, du machst dir heute nichts mehr zu essen. Achso, da wollte ich schon einen Imbiss nehmen. Ja, kommt doch eine kleine Pizza. Zapp dich nicht so. Gleich kommt die Pizza. Wo es auch immer bleibt. Wir haben Hunger. Beeil dich. Kannst du erstmal einen Napf füllen hier. Zur guten Abwechslung. Ich weiß. Ich weiß. Kommt doch gleich. Hoffe ich doch mal. Bleibt doch denn. Da ist er doch. Klingeln hat er nicht erfunden. Steht 3 Kilometer vom Haus entfernt. Komm rein. Blackie muss doch mal einen Pizzaboden reinlassen. So. Na, ist ja schön. Trotzdem haben wir Hunger.
Ja, Familienfreund, mir egal, wir haben Hunger. Tom, komm, gib was zu beißen. Das ist nicht dein Ernst, Lars. Das kann man auch vernünftig servieren. Los, Tom, zeig's ihm. So, es ist serviert und los geht's. Stück nehmen. Jetzt genieß mal die schöne, leckere Pizza. Ja, ich nehme gleich nochmal ein Stück hier. Wieso musst denn du denn nach jedem Stück die Hände waschen, sag mal, also... Wasserverschwendung pur. Komm, nochmal ein Stück nehmen. Morgen werden wir erstmal das soziale Leben wieder hochbringen, ne? Das ist ja auch schon so ein bisschen... Oder wir reden ein bisschen hier mit, ja, ein bisschen mit hier über Tom und so und ja... So, jetzt red mal ein bisschen mit Tom hier, los. Nicht mit den Tieren. Reden über Hobbys. Es wird auch nichts mehr getrunken. So, ein bisschen auf gute Laune bringen. So, nochmal. Dann haben wir den eigentlich schon wieder hochgekriegt. Sehr gut. Reicht erstmal. Danach Toilette benutzen und da würde ich sagen, den Spaß, den machen wir morgen erstmal im Park, Kinopark, Musikpark, wie auch immer, Studiopark. Du gehst dann erstmal schlafen. Tom, es wird Zeit fürs Bettchen. Bist schon weit drüber. Schluss mit Spielen. Ab hinein ins Bett. So. Da wollen wir alle mal den Schlaf der Gerechten spüren. So, jetzt gucke ich mal. Eigentlich erstmal hier ein bisschen Essen servieren. Ich meine, bei Luna ist es nicht so, dass er unbedingt die ganze Wohnung abfackelt, wie gewisse andere Leute. So, und dann würde ich schon mal sagen, Lars geht schon mal als allererstes in den Studiopark. Der Rest regelt sich dort von alleine. Ganz klare Sache. Da kriegen wir den auch hoch. Luna versuche ich erstmal so hoch zu kriegen. Wenn nicht, lassen wir uns erstmal nochmal einen Tag Zeit, ne? Dann wird das auch schon wieder. So, schickt ein Taxi vorbei. Sehr schön. Nimmt sich natürlich erstmal vorher noch einen Teller, ne? Warum auch? Darf sowieso gleich gehen. Gleich kommt deine Limousine. Da ist er schon. Schluss mit Essen und Abmarsch. Jawohl. Kennen wir ja schon alles. Wir wollen heute wieder was für unseren Stern tun. Und da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. So, als allererstes, ja, wir nehmen nochmal ein Tellerchen vom leckeren Buffet. Und dann geht's schön ins Sprudelbad. So. Zack. So, jetzt lassen wir erstmal ein bisschen da drinnen baden. Warte mal, hier ist doch auch... Hier oben ist doch irgendwo Fernseher jedes Mal an. Ja, hier, da gehen wir hier erstmal Fernsehen schauen. So, kommen wir hier hoch. So können wir uns wenigstens noch mit ein paar unterhalten. Okay, Schluss mit Fernsehen und Abmarsch zum richtigen Fernsehen. Wir machen nochmal die Notfallszene. Und vielleicht sogar heute mal eine andere Szene. Müssen wir mal schauen.
ob der Trick auch bei den anderen so funktioniert, aber ich denke schon. Los geht's. Als erstes wieder lustig. Zweites haut nicht hin. Jawohl. Lustig, dramatisch, lustig. Auch nicht. Bleibt eigentlich nur noch eins übrig, ne? Lustig, spannend, lustig. Zieh's aus dem Häuschen, Mensch! Jetzt warten wir mal die Bewertung ab. Alles klar, den nehmen wir. Ja, sage ich immer. Okay, als allererstes gehst du dann erstmal hier rein. Was jetzt? Ach, Toilette ist besetzt. Ja, na gut, dann nehmen wir eine eigene, eine andere. Moment, die haben wir doch hier irgendwo gehabt, ne? Jetzt muss ich mal schauen, wo die Toiletten sind. Hier sind sie doch. Benutze mal hier die Toiletten. Und dann nochmal was vom Buffet nehmen. So, der folgt uns auch überall hin, ne? Willst du auch sehen, welche Kackwurst wir hinterlassen, oder was? Ist denn falsch mit dem? Ich mein Fan hin und her, aber auf Toilette. Ich bitte dich. Na gut. Ich würde jetzt als allerliebstes gerne, Voraussetzungen erfüllen wir ja immer noch, mal die Erbschaftsszene ausprobieren. Die langweilt sich so sehr in ihrem Stühlchen. Da versuchen wir das jetzt auf jeden Fall nochmal aus. Müsste ja vom Prinzip her eigentlich dasselbe sein, ne? Los geht's. Spuck nicht auf den Boden. Also, Prinzip wieder dasselbe. Lustig. Erste haut schon mal hin. Zweite auch. Okay. Lustig, dramatisch. So, wir gucken mal, ob jetzt alles ankommt. Nee. Dann muss das letzte wohl spannend sein nochmal. Der spannende Schluss. Den führen wir jetzt noch mit ein, dann müssten wir es eigentlich haben. Lustig und spannend. Na komm, das kriegen wir doch hin.
Das zweite kam gut an, das dritte kann jetzt eigentlich nur noch gut ankommen. Mich würde es interessieren, kriegen wir dafür sogar mehr? Die letzten Besprechungen. Genau. Sehr gut. 300 Simoleons, eigentlich dasselbe. Gut, reicht erstmal für einen Tag an Aufmerksamkeit, an, ja, Publicity. Wir rufen Taxi und fahren nach Hause. Und hoffentlich diesmal wird nichts angezündet. Jawohl. Ist mir dann lieber, weißt du, wenn wir nach Hause fahren und den seine Energie dann erstmal hochbringen, als wenn er dann irgendwelche Minussterne macht. So, bei ihr müssen wir wirklich noch ein bisschen arbeiten, ne? Also das geht noch nicht so. Können wir nochmal mit ihm reden über Hobbys? Ich weiß, deine Eltern, die nerven dich heute. So. Umarm. Nett. Ach, komm, freundschaftlich. So, jetzt geht's mal schnell ins Loch, bevor das Taxi kommt. Ja. Müsste ja gleich die Meldung kommen. Ich will ja eigentlich in dem Sinne bloß ein paar Kunststücke machen. Dass wir noch ein paar Magiemünzen, uns fehlt ja nicht mehr viel, ne? Ist ja nur noch die Magiemünze, die magische Bohne. So, direkt vorführen, magischer Sturm, los geht's. Schauen wir mal. So, da ist er schon. Hat funktioniert. Nochmal, magischer Sturm. Auch wenn ich es nicht erkennen konnte, wie viel das jetzt war. Aber wir sehen es ja, ne? Wir sehen es ja, glaube ich, hier. 25. Emma, machen wir es noch und dann geht's aber, denke ich mal, ab. Moment. Während sie das macht, gucke ich erstmal, wo der nette Typ ist. Da ist der Apotheker. Magiemünzen zahlen. Und wir brauchen nochmal. Hä? Reicht noch nicht? Magische Bohnen. 27 brauchen wir. Gut, dass wir nochmal was gemacht haben. So. Magische Bohnen nochmal kaufen und dann geht's ab nach Hause. Die führen hier Verhandlungen, wie... Oh. Dankeschön. Ab nach Hause. Auch wenn wir nicht besonders gut gelaunt sind, aber besser als ganz, ganz schlechte Laune. So. Können wir jetzt nochmal schnell Zauber nachlesen? Ah, nee. Hinzufügen. Ja, ich weiß. Können wir das hier nicht machen? Hier. Magische Bohnen und ich glaube vierklettriges Kleeblatt. War das das? Nee. Goldfaden. Hinzufügen. Goldfaden.
Jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und Zauber kreieren. Hey, Siebnat Tremen. Ja, da dollar das hier, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da rauskriegen. Yep, Salatid. Was denn das? Du hast einen neuen Zauber entdeckt in deiner Familie. Zauberbuch erfährst du weitere Einseiten. Was ist das? Stellst du selbstverständlich hier mitten drin. Mitten rein wird das gestellt. Ja, können wir jetzt nur nachher gucken. Also er kann jetzt schon mal zumindest nicht damit machen. Bin mal gespannt, also was das zu bedeuten hat. Kann er den Zauber nachlesen? Ja, ne? So, warten wir mal, bis er aufgestanden ist. Komm hier. Benutzt den magischen Computer. Ich will wissen, was das damit auf sich hat hier. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Aha. Komm noch mal. Pruna? Er darf nicht. Ach, wir brauchen den Zauberstab und den hat nur sie. Schade. Na, dann müssen wir mal warten, bis er wieder von Arbeit nach Hause kommt. Weil ich würde schon gern wissen, was das zu sagen hat. Dauert ja sowieso nicht lang, der hat ja lang geschlafen. Wir versuchen mal wieder Mittagessen zu kredenzen. So, es wird Zeit, die Wohnung abzufackeln. Nein, er hat es geschafft. So, dann nutzen wir gleich mal die Gunst der Stunde. Du lernst kochen, definitiv. Kann ja nicht sein, dass du uns hier jedes Mal die Wohnung abfackelst. Dachte schon, der hat sein eigenes serviertes Mittagessen weggeschmissen. So, jetzt wird's spannend. Ja, Luna, du kannst dir gleich was zu essen nehmen. Ich will trotzdem wissen, was es hier mit dem Teil da auf sich hat. In Saus und Braus. Komm, jetzt zeig mal hier, was hat das auf sich? Komm, los! Lies nach. Haben wir jetzt das geliebte Leben, was wir immer wollten? Werden wir reich? So. In Saus und Braus. Hunger in der Mythologie wird von einem riesigen Horn, dem sogenannten Füllhorn, erzählt, das unendlich viele Nahrungsmittel enthält. Mit diesem Zauber kann deine ganze Familie in Saus und Braus leben. Aber vergiss nicht, den Rat der Alten, alles Gute hat auch ein Böses. Heißt das, wir werden nie wieder hungern müssen? Komm, wir versuchen es. Risiko. Jetzt bin ich gespannt. Werden wir jetzt das Böse erleben? Wird hier irgendwas passieren? Ja, er hält erstmal Kochpunkt. Jetzt wird spannend. Wow! Was ist das? Kuchen! Hühnchen! Wir werden nie wieder hungern müssen. Komm, das Ding stellen wir hier auf den Ehrenplatz.
Das kommt hier hin. Jawohl. Guckt euch das an, wenn das nicht ist. Tranchieren. Wir haben hier so viel Essen. Da können wir ewig von leben. Wir haben ein Tischlein, deck dich. Ja. Und es wird genauso schmecken, wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, ich beende es erstmal an dieser Folge, an dieser Stelle. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was da noch so für leckeres Zeug oder magische Zauber dazukommt. Und ob wir endlich mal diesen letzten Stern mit Ludwig hinbekommen werden. Mit Lars, Entschuldigung, mit Lars. Und ja, schauen wir mal. Also, es scheint zumindest schon mal zu schmecken. Sie fällt zumindest schon mal nicht um. Na gut. Ach komm, ich habe hier frischen Kuchen. Da kannst du auch nicht davor pullern. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.